brauchst Menschlichkeit. What? Was ist das für ein Schwachsinn? Menschlichkeit ist natürlich auch so eine Sache, wenn man sich zum Mensch macht, kann man natürlich auch von anderen Spielern invaded werden. Das heißt, die können in deine Welt kommen und dich töten. Allerdings funktioniert dieses ganze Beutesystem, was man mit Menschlichkeit macht, also diese Beutehäufigkeit. Oh! Was ist mit ihm hier? Wieso ist er jetzt schon draußen? Ich sag's ja, das Spiel verarscht einen richtig krass. Erstmal. Wenn ich jetzt sterbe, sind meine Seelen alle weg. Okay, ich bin gleich tot. Da hätte ich ja jetzt niemals gerechnet. Nein, nicht von hinten! Alter, gegen drei kann ich so gut wie nichts machen, ne? Okay, einer ist tot. Nein! Ich trau mich jetzt auch nicht, was zu trinken, weil dann stehe ich still. Oh, fick dich doch. Ja, sichi. Mein Ausdauer ist weg. Ich bin tot. Fuck, ich habe meine ganzen Seelen verloren. Okay, das ist echt hart. Ihr habt ja jetzt gesehen, ich bin zweimal in diesem Raum gewesen. Ne, dreimal sogar schon. In den ersten beiden Folgen war ich ja auch schon zweimal drin oder so. Und da waren immer, wenn ich einen rausgelockt habe, war da einer drin, der andere stand hinten. Und der ist sogar nicht durch die Tür gekommen, zweimal. Und jetzt waren alle drei da und die Tür war schon offen. Was soll das, Dark Souls? Was soll das? Also du kannst wirklich was so oft machen, wie du willst. Es ist trotzdem könnte was Neues passieren, weil die Gegner einfach so eine Wichser sind. Schnauze. Oh. Und der da unten. Der kleine Bastard. Komm doch. Arschloch. Ich nehme natürlich immer wieder mit, wegen den Seelen, ne? Guck mal! Bei dem hängt ein Holzbrett fest. Seid grad... LOL! Man muss echt auf die Ausdauer aufpassen, ey. Ich glaube wenig noch. Aber die lasse ich jetzt halt mal in Ruhe. Ich kann mich mal am Arsch lecken. So, dann machen wir wieder auf Safe. Da hinten sind meine Seelen. Die paar, die ich noch hatte. Ich glaube, so ungefähr müsste ich... Ne? Oh, Alter. So. Hauptsache, ich treffe ihn. Der Rest ist ja scheißegal. Ich glaube, es ist sogar egal, wo ich ihn treffe. Oh, er ist schon tot. Und du, Wichser, da hinten. Ich mache ich auch diesmal platt von hier. Sicher ist sicher. Nein! Zieh richtig. Oh, leck mich doch. Ja, Arschloch. Zu vergessen, Wichser. Juhu! Hatte ich nicht schon die Großaxt? Hatte ich die nicht schon gedroppt bekommen? Muss mal eben gucken. Oder war das im anderen? Ne, hier ist sie doch. Streitaxt. Die ist doch viel besser. Warum benutze ich die nicht? Wie skalierten die? C auf Stärke. Weil du warst gut zurück. Habe ich das richtig gesehen? C Stärke, D Geschicklichkeit, beziehungsweise Beweglichkeit. Kann ich, ja, gib mal bitte. Steht es da an? Ach, Beweglichkeit, genau. C auf Stärke. Da, an der Seite steht es ja auch. Und die Hand bedeutet Beweglichkeit. Also, ich gehe ja sowieso auf Stärke, weil ich ein Krieger bin. Achtung vor dir, Feind. Ach ja, das hatte ich vorhin schon gelesen. Weil ich ein Krieger bin, gehe ich mal auf Stärke, denke ich mal. Und wenn ich mal, falls ich mal eine andere Waffe noch zwischendurch brauche, kann ich da ja immer noch hinleveln. Das ist ja, glaube ich, kein Problem. Weil, dann war ich ja hier auch noch gar nicht drin, oder was?
Das ist so verwirrend, wenn man schon mal gespielt hat. Ja, hier war ich auch noch gar nicht drin. Toll. Da sind die schwarzen Feuerbomben. Die hebe ich mir auf diesmal. Die verballere ich diesmal nicht. Und diesmal lassen wir auch den Ritter in Ruhe. Den schwarzen. Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Kommt mal. Einer von euch kann mal zu mir kommen, bitte. Kommt der jetzt runter? Der will nicht, ne? Lol. Doch, jetzt kommt er. Alter. Bist du behindert, yo? Fick dich. Nein! Warum machen die das? Arschloch, ey. Arschloch. Vorsicht. Hi. Na, ja, kann ich jetzt nichts anderes machen. So. Mach ich die Typis da oben noch? Oh, ich glaube nicht. Was steht denn hier? Versuch's mit Köder. Hab ich. Ich habe mich als Köder benutzt. Lol. Weil ich war echt schwängert, dass ich das Schild gerade oben hatte. Vielleicht die Armbrust. Da hat er sie gedroppt, die Armbrust. Ich werde auch bei jedem Boss mich in Mensch verwandeln. Auch in die, mit der Gefahr, dass ich invaded werde. Aber manchmal sind da NPCs vor den Bossen, die einen helfen. Und ich werde auch wahrscheinlich keine andere Spielerhilfe mitnehmen. Erst wenn ich es 5-mal oder so versucht habe und dann immer noch gescheitert bin. Ich finde irgendwie, erstmal musste man es selber versuchen. Es muss ja auch alleine irgendwie gehen. Nein! Bin ich behindert, Alter. Ich will wechseln! Ich muss das Item unten wechseln. Lol, mein Digi-Kreuz. Ist jetzt fertig oder was? Ich bin so dumm, ey. Okay, das mit dem Bogen soll ich mal lieber nicht so oft machen. Kommt der andere Typ jetzt? Komm. Am besten heute noch, du. Komm. Komm. Boah, der ist echt saulahm, ey. Kommst du jetzt? Oh mein Gott. Ich nehme sogar das Schild runter, komm her. Und das machen die dann die ganze Zeit. Dann denkst du so, oh, der ist aber langsam, der kann ich ja ein bisschen warten. Dann machst du irgendwas anderes und mit einmal nehmen die das Schild runter und rennen auf dich zu, als wenn die gerade von der Wespe gestochen wurden. Ja, ich vergesse mal, dass Blocken auch Ausdauer kostet. Da muss man wirklich aufpassen. Der tritt einfach nicht zu, der kleine Bastard. Schade. Tritt jetzt! Oh, da habe ich aber Schwenger, als er gerade das Schild runtergenommen hatte. Na? Jetzt noch ein Nachschlag oder was? Bam! Overkill. Hallo? Ja, du gehst ja direkt ab, ey. Danke, danke dafür. So, das hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Ganz leicht kann ich mich daran erinnern. Guck mal da. Hallo. Jetzt. Ich muss einfach mal ein brennendes Fass runter, Alter. Ich glaube, der ist dabei gestorben sogar. Achtung, vor dir Falle. Das hat er ja ganz schön weit oben geschrieben. Kann natürlich sein, dass hier noch einer drin steht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
So, Freunde. Da oben stand einer, glaube ich. Achso, war das mit der Tür hier? Ich glaube, die war verschlossen, ne? Ne, ach, Generalschlüssel benutzt. Ach ja, nee, nee. Da kann ich jetzt zur Zeit erstmal noch nicht hin, glaube ich. Ich kann natürlich schon. Nur sollte ich das lieber nicht machen. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was da nochmal war. So, hier stehen richtig viele Nachrichten. Ich kann auch euch auch gleich sagen, warum. Aber erstmal gehe ich hier oben hin. War hier nichts weiter? Ich dachte, hier war noch ein Gegner. Nee. Hier ist auf jeden Fall ein Boss hinter. Das steht wahrscheinlich auch in der Nachricht. Versuch's mit Distanzkampf, steht da. Erstmal wollte ich was anderes machen. Und zwar muss ich jetzt voll aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob das hier war oder woanders. Das war hier. Warte mal. Nee, da war es eine Etage höher. Eine Etage tiefer. Oder? Nee, da gab es ja gar keine Fässer, ne? Das war hier. Eine höher. Das war auf jeden Fall diesen Turm, das weiß ich noch. Ah ja, ich glaube, ich weiß wo. Das war das hier, oder? Ja, da ist es. Nein! Töte es! Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Ja, hau doch ein bisschen daneben. Da ist er. Der dauert ziemlich lange, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt habe ich. Einmal getroffen. Lol. Jetzt töte ihn doch. Und tot ist er. Funke, Titanit und grauer Brocken. Nachricht geht. Pass auf, Boss. So, waren das jetzt eine Etage höher. Da schreibe ich da auch mal eine Nachricht. Achtung, Boss. Hier steht jetzt überall Boss. Und hier schreibe ich jetzt hin. Nachricht verfassen. Nicht B. Hier. Ich halte es nicht aus. Was ist denn das hier? Charaktere. Feind, Seherfeind, Hülle, Soldat, Ritter, Scharfschütze. Käfer. Hier ist jetzt der Boss. Und der ist, glaube ich, auch ein bisschen tricky. Y. Ach ja. Ich mach's einfach mal. Kann ja nichts passieren hier eigentlich. Wo waren das jetzt nochmal? Ach, warte mal. Hä? Ach doch, da ist es richtig. Mal erstmal hier hoch. Noch kommt der Boss auch nicht. Weil man hört es ja an der Musik. Ich habe ihn noch nicht getriggert. Deshalb muss ich nämlich die Wichser hier platt machen, die einen sonst... Toll, danke. Die mir jetzt schon auf die Eier gehen, obwohl ich weiß, wo die sind. Das ist nicht so gut. Zack. Okay. Warte, ich muss wieder auf... Ne, warte mal, ich muss jetzt ausrüsten hier, die... Die Brandbomben. Ich werde mir das Humanity, also das Menschlichkeit da rausnehmen. Sonst benutze ich das aus Versehen noch. So. Und jetzt benutzen wir einen Trick, den ich gelernt hatte. Ich hoffe, ich schaffe das rechtzeitig, Alter. Ich habe das ja schon so lange nicht mehr gespielt. Versuch's mit Kopf. Da kommt er. Renn! Taurus-Dämon. Los, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Er kommt schon. Ich kann ihn hören. Boah. Hier muss man aufpassen. Der fängt nämlich an, auf einmal hier hoch zu springen. Lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Nicht den Knopf.
Warum drücke ich denn den beschissenen Knopf an? Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Soll ich natürlich. Erstens habe ich das falsche Item ausgewählt. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Warum drücke ich immer den Knopf zum Schlagen, Alter? Ich drücke immer RB. Dabei muss ich B drücken. Jetzt sind meine Seelen da hinten. Ganz hinten. Und ich fange wieder hier an. Also das ist wirklich das Nervige daran. Wenn man stirbt, fängt man immer wieder beim Feuer an. Aber nach einer Zeit kann man hier auch ein bisschen durchflitzen. Denn nimmt man auch nicht mehr alle Gegner mit unbedingt. Ach, ärgerlich, ey. Durch so einen scheiß Fehler. Keine Ausdauer mehr. Komm. Du spassamer Lacken. Vielleicht habe ich Glück und der springt hier runter. Na ja, doch nicht. Hat der Andrea vorhin gemacht. Springt er da voll gerne runter, ey. So, der da kommt, glaube ich, sowieso nicht, ne? Locken wir jetzt den mal wieder mit dem Bogen raus.